Kannst auch unter Wasser angeln. Sehr gut. Reicht. Hier steht aber nichts von einer, nichts von einer, ne? Da steht nichts von einer Wassertiefe Ah, oder oh, das war zu irgendwas. früh. Alter, das ist geil. Ich finde das geil, wenn das ein bisschen challenging ist. Macht das ja noch mehr Spaß. Gut, ist natürlich ein bisschen weniger interessant zum Zugucken. Aber mehr wie richtiges Angeln. Fuck you! Vor allen Dingen die blöden Tintenfische können echt meinen Haken einfach verschlucken. Das. Die Fuckboys. Erstmal gucken. Also die würde uns auch automatisch eingezogen, die Angel irgendwann, ne? Nach 60 Sekunden, wenn uns angebissen hat. Fisch. Das war ein Fisch? Nee, das sind mehr so. Ist mehr so. Wie so ein Erfahrungskörnchen, glaube ich, ne? Kann sein, ne? Ja, kann auch sein, dass das gemeint ist. 3, 1 bis 3 Erfahrungskugeln. So, wo kommt da? Siehst du das eigentlich auch, wenn das weiße Ding hier kommt? Keine Ahnung, gerade sehe ich es nicht. Ja, ich auch nicht. Dann Warte mal, ich sag dir, wenn ich sehe. Da ist dachte es. Da war ein Seerosenblatt. Nice. ist auch ein Schatz. Es hätte auch ein Ding sein können. Das heißt, ich hab jetzt schon zwei Schätze eingesammelt. Müssen wir mal überlegen. Bist du auch der Angelgott? Na klar. Okay. Fisch. Gucken, je nachdem, wie lange ich jetzt hier noch sitze, mache ich vielleicht auch da einen schnellen Verlauf draus. Was willst du denn an einem Sattel dann oder was? Ja, am liebsten. Verzauberungsbücher nehme ich aber auch. Also so ist nicht. Die sind ja auch relativ geil, so. Da braucht man dann nicht die Level bezahlen, glaube ich, ne? Oder? Kann ich gleich mal nachgucken. Ich meine, die Verzauberung noch mal. Weil, wie gesagt, ich habe. Was habe ich? Power 3 und Water Affinity oder so? Ich weiß nicht genau, was das heißt. Aber Power klingt immer schon mal gut. Das ist nämlich Damage, glaube ich, ne? Ja, Power ist Damage einfach. Also ich habe gefunden Power 3 Aqua Affinity. Genau, Aqua Affinity. Soll ich nochmal nachgucken? Was hattest du da für eine Verzauberung bekommen? Power 3 Aqua. Aqua Affinity. Also beides. In Aqua einem Buch. Infinity. Ja, Aqua Affinity. Wasseraffinität. Erhöht die Abbaugeschwindigkeit unter Wasser. Ja, wie fucking du. Nice. Gut, das ist jetzt in Kombination Ja. mit Power 3 nicht so übelst geil. Weil Power 3 alleine, glaube ich, schon zu viel ist. So für, also halt nicht für das Diamantschwert, was man immer mit rumlaufen, also. Ah, ein Ja. Kugelfisch. Also ich sag mal, das Power-Diamantschwert, was man haben will, ne? Man will so eins Weiß auch gar in nicht. richtig Also hier steht aufgemotztes haben. übrigens, dass man nur Helme mit Water oder Aqua Affinity zaubern kann. Neu, was? Aber Power Was 3 auf dem irgendwie. Helm? Ja, das geht halt nicht. Das ist ein bisschen widersprüchlich hier. Keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auf fast Level 17, also es hat knapp 2 Level gegeben jetzt. So, ich weiß nicht, wie weit ich bei 15 war. Es hat auf jeden Fall über ein Level gegeben, so. Es wird langsam mal sicher dunkel. Also, wir gehen jetzt gleich um Monsterjagd, oder was? Ich will aber, denke ich, noch ein Schwert vorher machen. Gab es nicht irgendwo noch Eisen? Oh ja, ich hab ein Eisen, trage ich, glaube ich, immer noch mit mir rum, ja. Ah, hier sind. Das hilft ja Die nicht sind so. auch Das kannst du mir auch wieder. Oh,
gut werden. Müssen wir auch ein neues Chat machen, meins geht nämlich bald in die Brüche. Und das wäre ja nicht so schön. Spaß, also, da bin ich aber jetzt, dann höre ich mal auf. Boah, denn der Toki, ich find, der Toki-Server ist uns. Und da ging nicht mehr ab, mein Gott. Ich tue auch mal das Enchantment-Book auch mal hier in die Truhe rein, ne? Dann ist mir alle meine Angelschätze gehen da jetzt erstmal rein. Ich laufe dann schon mal zur Truhe. Ah, die Angel sollte ich da auch rein tun, um das Schwester bitte mitzunehmen und zu verlieren. Du läufst zu Toki, ja, warte. Läufst? Ja. Ja, läufst. Ich guck drauf, ja, keine Ahnung, ob dein Horsi noch da ist. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ein bisschen Schiss, dass das explodiert. Ja, ich auch. Bringt eine Kuh auch Erfahrungspunkte? Gar nicht. Also, wenn man sie denn trifft. Ja, aber nicht viel. Also, ich würde fast sagen, weniger als ein Fisch. Wobei, vielleicht war das auch gerade der Fisch, der mega krass viel gegeben hat. Was machen wir jetzt eigentlich? Zombies jagen? Skelette? Also, nur Skelette sind eigentlich ein bisschen fiese. Bist du denn? Und ganz geschmeidig direkt so ein Dings explodiert, so ein Zombie explodiert hinter mir. Nice. Ein Zombie explodiert hinter dir? Ah ja, es ist ein Zombie explodiert hinter mir. Nein, das ist ein bisschen doof. Das, was ich hier schon mal geebnet habe, hat der jetzt wieder weggesprengt, oder was? Herzlichen Dank. Da ist noch ein Zombie, vielleicht kann ich den auch. Okay. Ja, kann ich sogar. Wobei, das dauert ein bisschen zu lange. Wo bist du denn da? Ich hab mich ein bisschen in eine blöde Situation manövriert hier. Dann schwört mal. Kommt noch was von hinten? Ich glaube, wenn du den Angriff merkst, dass du weniger Damage machst, das ist mal meine Vermutung. Ja, ich glaube auch. Hast du noch da ein Schwert? Da ist das Schwert jetzt. Oh. Ich würde halt nicht in dem Graben bleiben. Ja, halt jetzt mal. Wow, da war irgendwo ein Creeper. Ich glaube, ich hab's auch zwischenhören. Aber ich glaube, der war bei dir, aber ich sehe keinen. Ja, der war auch, glaube ich, bei mir. Dann lass mal hier. Da oben sind zwei Zombies. Alter. Drei Zombies. Können wir die nicht im Prinzip einfach. Aua, ich hätte hier nicht geschossen. Das ist doch nicht. What? Hatte irgendwas verzauberte Schaufel in der Hand. Holy shit, okay. Ich bin jetzt in der Borg gespawnt, ich laufe mal so schnell wie es geht. Alter, die sammeln halt instant dein Zeug an hier. Dann mach sie tot, ich hab die doch alle schon 10-mal gehauen. Haben halt noch einer. Du lebst aber noch hier. Ja, ich sammle jetzt auch mal nicht deine Erfahrungen. Ja, das wäre sehr nett. Oh mein Gott, die ist ja jetzt auch weg, Alter. Ich krieg auch nicht alles wieder, glaube ich, ne? Nee, alles nicht. Alle davon. Oh Gott. Also sterben ist keine also kluge Idee. Oh, und da wartet schon der Creeper auf mich und das Skelett. Oh! Und noch ein Skelett. Level 7. Da müssen wir aufpassen. Der ist halt nicht so gut. Schütze mich, während ich mich anziehe. Willst du mich schützen? Weil hier nicht viel los ist gerade. Das war halt mega, mega strong, ja. So, wir lassen mal ein bisschen Erfahrung farmen. Tag und tot. Halbiert die Erfahrung, die man hat. Ach, fand ich überzeugend jetzt. So, mehr brauche ich glaube ich nicht unnötig.
ich kann die, das schon mal ins Inventar tun. Das Level 30 ist das eigentlich, was man haben möchte, ne? Ja, ich glaube, ein bisschen Dreck für solche Sachen hier. So. Okay. Oh mein Gott, von wo? Ah, ein Bogenschütze. Hat auf dich geschossen oder auf mich? Oder auf dich geschossen. Pfeil, ich kam, nicht. Pfeil, da ist, also ich sehe den Pfeil, der Pfeil steckt da drüben im, ich glaube, der ist da unten irgendwo. Ja, da unten ist er. Sollen wir den machen? Ey! Was denn sowas? Hab dir mal eiskalt den Weg unterm Arsch weg. Ich werde jetzt auch nicht in Tobis Ding hier rumgelaufen, weil ich glaube, ich werde so ein bisschen Richtung Ebene gelaufen. Ja, das Ding ist halt, wenn wir irgendwie rumlaufen, dann ist es halt schnell weniger übersichtlich, ne? Und dann fängt es schnell mal an, hinter dir zu zischen, so. Schon. Oder schneller. Oh, Spinne. Ich finde das sowieso mega creepy, wenn das so still ist. Ich würde halt am liebsten für Zombies gehen, so. Ah, Spinnen auch, okay. Da ist eine Witch. Gibt eine Witch viel Erfahrung? Und ein Creeper daneben. Hast du, wie viele Pfeile hast du? Sag mal. Hast du genug Pfeile? Also, dass du jetzt hier immer die Creeper ausschalten kannst, so. Jetzt gehen wir auf die Witch, oder? Erstmal dick vergiftet. Ja, ich auch. Alter, wie viel hält die denn aus? Oh, die macht so viel Schaden. Ich geh mal kurz ein Stück weg. Okay. Das ist so ein Du hast den Großteil Erfahrung von der Witch bekommen, glaube ich, ne? Alter, wie lange hält das? Oh mein Gott, das hält mega lange. Ja, ich glaube, durch Gift kannst du nicht sterben. Alter, ja, sicher, ja. Okay, ich habe gerade nicht so viel Leben, Zombie. Ja, schieß mal. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott, da sind aber ein paar Zombies angelockt. Ja, 2, 3. Das ist halt so gut, wenn die hier ihre dicke, verzauberte Goldrüstungen haben. Die halt auch noch voll viel aus dabei. Ich gehe auch, glaube ich, mal lieber gerade hier rein. Hoffentlich, im 1v1. Der ist eigentlich nackig, also eigentlich. Noch einer. Und es ist halt auch noch ein Skelett. Geben die eigentlich auch XP, wenn man die nicht killt, sondern wenn die an Dingsi sterben? Und dann. Ach, okay. Jetzt fangen wir auf jeden Fall schon mal an zu brennen. Vielleicht kann ich mir ja da einen Kill abschneiden. Jawoll. Okay, Level 8. Level 16. 16 und ein bisschen. Das heißt, die Nacht hat jetzt 3 Level gegeben. Ja, für dich. Bin halt nicht gestorben, oder? Das heißt, ich gehe jetzt wieder angeln, oder was? Womit man halt Alter, auch. Das war auch richtig gut gerade, weißt du? Ich denke, okay, ich muss niesen. Ich mute mich, gucke auf die Uhr. Denke mir, Moment, warum habe ich mich nochmal gemutet? Und da ist der nächste. Bereits einfach weg gewesen, so. Nice. Richtig gut. Ja, wie gesagt, ich muss gleich irgendwann noch einkaufen fahren. Ja. Und wenn ich es mir recht überlege, würde ich das eigentlich ganz gerne jetzt machen. Jo.
Also ich denke mal, wenn wir jetzt was machen in den nächsten Tagen auf Aufnahme, was sein kann. Dann wird das wahrscheinlich Levelfarm sein. Levelfarm sein, Eisenfarm ein bisschen vielleicht, also so Rohstofffarm. Ja, richtig. Toki wird vielleicht an seinem Gebilde hier noch ein bisschen weiter bauen. Wisst ihr, was auch an sich gut passen würde? Irgendwie so ein asiatisches... Asiatisches Ding. Asiatischer Tempel. Das geht. Das sieht halt... Aber das muss halt dann auch mehr so Richtung, wie ich dort auch schon meinte, Feuertempel, Feuerkathedrale gehen, so, weißt du? Aber im asiatischen Stil, das würde auch sicherlich gut aussehen. 100 Pro. Ja. Machen wir uns gut umsetzt. Ja, gut. Und eventuell werden wir gucken, dass wir uns noch, wenn wir noch auf die Jagd nach Sätteln und Pferden gehen, beziehungsweise halt angeln und auf die Jagd nach Pferden gehen. Ich glaube übrigens auch, Angeln ist, glaube ich, auch extrem gut für Levelfarmen. Tatsächlich braucht man mehr XP für höhere Level. Ich höre einen Zombie, wo ist der Zombie? Ich glaube schon. Aber ich glaube auch, dass du, das hier Dings abbauen ziemlich viel Erfahrung gibt, so Kohle oder halt die Sachen, die du direkt spawnen, weißt du? Ja, da hinten war doch noch ein bisschen Kohle. Wo ist eigentlich meine Eisenpickaxe hingegangen? Ich habe nur die eine, die fast kaputt ist. Was ist denn hier? Ich höre jetzt halt noch irgendwie Viecher. Irgendwo im Riss gelassen. Ja, also wenn wir wahrscheinlich solche Sachen machen. Wo ist denn hier? Ist doch irgendwo noch Kohle gewesen direkt. Wo ich gerade noch dran vorbeigelaufen bin. Aber hier wird ja wahrscheinlich keine Sache. Bin blöd. Oh, da richtig gut gelost haben, das ist doch aber gut. WTF, ist doch irgendwo hier in der Nähe ist richtig hart viel Kohle. Da bin ich gerade, habe ich da noch vorgestanden. Das kann doch nicht sein. Dass ich jetzt hier so orientierungslos in der Gegend rumgurke und nicht mehr weiß, wo das war. Da oben zum Beispiel ist Kohle da. Das kann man doch mal machen. Nein, so geht das nicht. Das ist schon hier lang. Ah, hier ist auch hier eine Menge Kohle. Guck, wie viel das so gibt. Oh ja, Kohle gibt auch. Ne? Wobei, nee. Hä? Ach, nur manchmal. Aber Erfahrung gibt es auf jeden Fall. Ja, ich glaube nicht immer, aber. Oder nur jeder Dritte oder so. Oder da gibt auch relativ viel. Ja. Sogar echt ziemlich viel. Kannst du ja euch auch das Nether-Quarz-Zeug abbauen? Ah, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Das ist natürlich unlucky. Ich jetzt hier die ganze Kohle weggebaut. Netherquarz gibt auch viel. Ja, ähnlich viel wie Kohle, schätze ich mal. Okay, wir machen jetzt erstmal die Aufnahme aus, dann gucke ich vielleicht noch ein bisschen Wiki rum, weil sonst jetzt außerhalb der Aufnahme mache ich das wahrscheinlich nicht so krass. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.